Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerne werde ich auf die Klinik der Covid-19-Erkrankung kurz eingehen. Patienten mit Covid-19, was sind das für Patienten und welche Risikofaktoren haben sie? Sie sehen hier auf der Tabelle auf der linken Seite die Daten der Infektionsraten in der italienischen Epidemie. Und Sie sehen, dass Covid-19 vor allem ältere Menschen betrifft. Und auf der rechten Seite sehen Sie in den Mortalitätsraten, dass kaum jemand im Alter unter 50 Jahre an Covid-19 verstirbt. Wir haben bis am 18. April haben wir knapp 200 Patienten mit Covid-19 behandelt und diese Daten entsprechen auch unserer Erfahrung. Der Verlauf der Erkrankung, hier wieder auf der linken Seite eine große Serie aus China mit mehr als 44.000 Fällen und auf der rechten Seite unsere Daten. Wir hatten mehr als 1.000 Patienten mit positiven SARS-CoV-2 Abstrichen und Sie sehen, 81% der Patienten bei uns, aber auch in China, hatten leichte Verläufe, das heißt, dass sie nicht hospitalisiert werden mussten. Knapp 20% mussten hospitalisiert werden, ungefähr 4 bis 5% mussten auf der Intensivstation behandelt werden. Und die Todesrate sehen Sie hier, die ist fast identisch, bei uns ungefähr 2,2%. Allerdings muss man sagen, diese Daten sind noch nicht ganz genau und die werden jetzt noch mal überarbeitet. Was Sie auch noch sehen, ist, dass Patienten, die schwere Verläufe haben, eben älter sind, 79 Jahre im Schnitt. Sie sehen aber auch, dass auch junge Patienten auf der Intensivstation behandelt werden können. Was sind die Risikofaktoren für schwere Verläufe der Covid-19-Erkrankung? Hier sehen Sie eine andere Serie aus China, wo man geschaut hat bei Covid-19-Patienten, die auf der Intensivstation behandelt wurden oder gestorben sind, welche Risikofaktoren vorhanden waren. Mehr als die Hälfte hatten irgendwelche Komorbiditäten und die häufigsten Komorbiditäten waren arterielle Hypertonie, Diabetes, COPD und dann kardiovaskuläre Erkrankungen. Wir haben jetzt auch Daten aus anderen Regionen in der Welt. Auf der rechten Seite Daten aus der Serie von ungefähr 360 Patienten in New York City, die in zwei Spitälern sich vorgestellt haben. Und Sie sehen, die Risikofaktoren sind ähnlich, aber hier zum Beispiel in den USA, die Adipositas spielt eine wichtige Rolle, 43% der Patienten. Daneben die Hypertonie, Diabetes, etwas häufiger kardiovaskuläre Erkrankungen. Also das metabolische Syndrom scheint in der Pathophysiologie dieser Erkrankung eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Und diese Daten sehen wir wieder auch bei uns. Das sind jetzt die Daten aus den ersten 20 Autopsien von Covid-19-Patienten, 11 aus Basel-Stadt und 9 aus Liestal. Und Sie sehen, alle diese Patienten hatten eine arterielle Hypertonie. 80% waren adipös, 70% hatten kardiovaskuläre Erkrankungen und dann eben wieder der Diabetes, 35% der Patienten. Die Klinik, es gibt typische Symptome natürlich von Covid-19, wobei wir jetzt immer mehr feststellen, dass viele Patienten wenige Symptome oder sogar asymptomatisch sind. Andere manifestieren sich primär mit Symptomen, die nicht so typisch sind, zum Beispiel Schlaganfälle oder Krampfanfälle. Aber typisch ist natürlich Fieber. Aber auch hier muss man aufpassen, bei Eintritt im Spital haben die wenigsten Patienten eigentlich Fieber. In der chinesischen Serie waren es nur 44%. In der Serie aus New York waren es ein Viertel der Patienten nur. Dann im Verlauf haben die meisten Patienten tatsächlich Fieber. Typisch ist Husten, meistens ein trockener Husten. Eine ausgeprägte Fatigue ist häufig und sehr eindrücklich. Dann die Kurzatmigkeit und dann gastrointestinale Symptome. In der chinesischen Serie ungefähr in 9% der Patienten, in der amerikanischen Serie und auch bei uns war das häufiger, dass Patienten zum Beispiel sich primär mit schweren Durchfällen
vorgestellt haben. Dann gibt es ein ganzes Sammelsurium an speziellen Symptomen, zum Beispiel Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn oder eine ausgeprägte und eindrückliche Minderwahrnehmung der Hypoxie. Das sind Patienten mit sehr schlechten Sättigungen, die kaum sagen, dass sie irgendwie Dyspnoe hätten. Und wir haben auch festgestellt, dass ein relativer hoher Anteil von Patienten eine relative Bradykardie hatte, das heißt trotz hohem Fieber eigentlich keine Tachykardie und eher langsame Pulswerte. Zur Hyposmie und zum fehlenden Geruchssinn hier eine Serie aus Frankreich. Das waren 259 Patienten, die auf Covid-19 untersucht wurden. Und Sie sehen, bei den Patienten, die nachgewiesen Covid-19 hatten, ist eine Hypogeusie sehr häufig, 62% der Fälle, die Hyposmie 45% der Fälle. Und wenn man das jetzt kombiniert, also Patienten, die einen Verlust des Geschmackssinnes haben, einen Verlust des Geruchssinnes haben und in der Anamnese keine Geschichte von Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen haben, dann hat diese Kombination eine eigentlich fabelhafte Spezifität von 95% und ein positives Likelihood-Ratio von 9,2. Also man könnte sich bei dieser Kombination von Symptomen sogar vielleicht die PCR sparen. Dann gibt es natürlich weitere typische Zeichen im Labor und radiologisch. Die sehen Sie hier. Die meisten Patienten haben normale Leukozyten. Typisch ist eine Lymphopenie, die ausgeprägter ist bei schweren Verläufen. Das Procalcitonin ist normal oder wenn erhöht, nur sehr wenig erhöht, meistens bis zu 0,5 maximal. Das CRP ist zwar bei den meisten Patienten erhöht, kann aber absolut normal sein, steigt dann bei den Patienten, die schwere Verläufe haben, bis mehrere hundert. Also das Procalcitonin ist sicher hilfreich, um Patienten herauszufiltern, die zum Beispiel eine bakterielle Superinfektion haben, weil Covid alleine macht sehr selten eine signifikante Erhöhung des Procalcitonins. Radiologisch typisch sind Konsolidationen und Milchglasinfiltrate. Und dann gibt es weitere Laborwerte, die assoziiert sind mit einer hohen Mortalität und Morbidität. Das sind Dedimere über 1 Mikrogramm pro Milliliter, ein erhöhtes Ferritin, LDH oder erhöhte Troponine. Am Schluss möchte ich kurz einen typischen Patientenverlauf vorstellen. Das ist ein 59-jähriger Patient. Sie sehen, mit den typischen Risikofaktoren Diabetes, arterielle Hypertonie und Adipositas. Er stellt sich vor nach 6 Tagen, wo er Symptome hatte. Das ist auch typisch. Die Patienten, die sich dann wirklich verschlechtern, verschlechtern sich so ungefähr eine Woche nach Beginn der Symptome. Er hatte hohes Fieber, eben einen trockenen Husten, starke Myalgien. Sie sehen das Labor auch typisch, normale Leukozyten, trotz bei ihm schon jetzt ein deutlich erhöhtem CRP, eine typische Lymphopenie und das Procalcitonin zwar leicht erhöht, eben, aber immer noch unter 0,5. In der klinischen Untersuchung typisch ausgeprägte, feinblasige, klingende Rasselgeräusche, die man eben sehr gut hört, passend zu den radiologischen Infiltraten mit den typischen Milchglasinfiltraten und den Konsolidationen, die eben peripher typischerweise lokalisiert sind. Wahrscheinlich wegen dem hört man sie auch so gut. Der Patient wurde hospitalisiert. Sie sehen, hohes Fieber. Vielleicht sogar ein bisschen angedeutet, tatsächlich ein bisschen eine relative Bradykardie. Er wurde initial behandelt mit Plaquenil. Kaletra hat er erst am zweiten Tag bekommen wegen Interaktionen. Er hatte initial einmalig Azithromycin bekommen, deswegen musste man mit dem Kaletra einen Moment noch warten. Und hier sehen Sie, er ist immer noch febril, plötzlich sinkt die Sättigung, er braucht Sauerstoff, deswegen hat man sich entschieden, Actemra zu geben. Er entfiebert, aber die Sättigung sinkt dann weiter, er braucht zunehmend Sauerstoff. Er erhält hier ein zweites Mal Actemra und diesmal stabilisiert sich die Sättigung. Im weiteren Verlauf konnte man dann den Sauerstoff reduzieren und der Patient konnte nach 10 Tagen auch entlassen werden. Vielen Dank.
Ja, lieber Stefano, ganz herzlichen Dank, dass du deine frühen Erfahrungen mit Covid auf der Abteilung mit uns so geteilt hast. Es fällt mir im Anschluss an die Diskussion vorher gerade jetzt eine Frage ein. Wie ist denn die Ansteckungsrate bei deinem Personal, das sich ja doch sehr stark exponiert hat, die Pflege, wenn ich denke, alle die Covid-Kranken auf den Covid-Stationen, wie sieht das da aus? Ja, das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt. Zum Glück hat es keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf den Stationen der inneren Medizin angesteckt haben. Es hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich angesteckt haben, aber wie Roland vorher gesagt hat, das war außerhalb des Spitals. Und ich denke, dass dieser positive Aspekt, dass sich niemand auf den Stationen angesteckt hat, wesentlich mit den strengen Schutzmaßnahmen, die frühzeitig umgesetzt wurden durch das Team der Spitalhygiene mit Sarah Tschudin, Andreas Wittmer. Ich glaube, zwei Sachen waren entscheidend. Das eine ist das Tragen der chirurgischen Maske bei allen Patientenkontakten und das zweite ist das Tragen einer FFP2-Maske auf den Covid-Stationen bei gesicherten Patienten. Ich glaube, das waren sehr wichtige Maßnahmen, die sehr hilfreich waren. Danke, damit möchte ich das Feld wieder der Spezialistin überlassen. Sarah, bitte. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Stefano, für deinen Vortrag. Vielleicht ganz eine grundsätzliche offene Frage. Wann sollte ein Patient hospitalisiert werden? Oder was sind so die Red Flags, die man beachten muss, jetzt als Hausarzt, wann ein Patient ins Spital muss? Ja, das ist eine sehr wichtige und schwierige Frage. Wie eben gesagt, die Symptome sind leider wenig spezifisch und die Patienten, die sich wirklich verschlechtern, können sich sehr rasch plötzlich verschlechtern, typischerweise nach so ungefähr einer Woche. Ich denke, ich würde die Patienten großzügig hospitalisieren und großzügig heißt Patienten zum Beispiel mit hohem Fieber, wenn man merkt, dass der Allgemeinzustand sich verschlechtert und spätestens, wenn zum Beispiel eine Tachypnoe oder so auftritt, dann muss man die Patienten so schnell wie möglich eigentlich hospitalisieren. Ja. Danke. Vielleicht auch im Anschluss an diese Frage, was war für dich persönlich die größte Herausforderung im Management solcher Patienten jetzt auf der Station, wenn sie mal stationär aufgenommen wurden? Ja, auf der Station, die eine große Herausforderung ist der große Aufwand, der dadurch entsteht, dass man natürlich die Schutzkleidung anziehen muss. Das kostet viel Zeit und das führt dazu, dass man dann diese Patienten, dass es schwieriger ist, zu den Patienten zu gehen, zum Beispiel wenn sie sich verschlechtern. Wir sind uns gewohnt, wenn ein Patient sich auf der Station verschlechtert, dann gehen wir hin und schauen klinisch, wie es ihm geht. Auch die klinische Überwachung durch die Pflege erfolgt natürlich viel einfacher. Auf diesen Stationen ist es schwierig, weil nur das Rein- und Rausgehen kostet sehr viel Zeit und man muss eben aufpassen, dass man die Verschlechterungszeichen nicht verpasst. Ja. Das führt uns vielleicht auch schon zur nächsten Frage. Wie sieht es mit der Mortalität von Covid-19 aus und vor allem, wie steht die im Kontext zur Mortalität, zum Beispiel im Rahmen einer Influenza? Ja, die Mortalitätsangaben, die sind auch sehr schwierig und werden sich verändern. Ich habe die Daten gezeigt aus der großen chinesischen Serie mit einer Mortalität von 2,4%. Ich habe unsere Daten gezeigt, wo wir, das ist aber nur eine Schätzung, auf eine Mortalität von ungefähr 2% kommt. Aber das ist natürlich eine Überschätzung, weil wir viele Patienten haben, die gar nicht getestet wurden und wenige Symptome haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man schon sagen, dass die Mortalität des Covid-19 im Vergleich zur Grippe, ja, ich würde sagen, sicher, also deutlich höher ist, Faktor 10 vielleicht, also es ist deutlich höher, wie genau die Mortalität sein wird. Am Schluss muss man dann bei der Überarbeit oder Aufarbeitung der Epidemie dann nochmal anschauen. Ja, absolut.
Dann eine Frage, die auch eine große Herausforderung vielleicht auch vor allem in der Praxis darstellt. Wie sieht es mit bakteriellen Superinfektionen aus? Wir kennen das gut im Rahmen der Influenza. Wie sieht es bei Covid-19 aus und wann sollte man ein Antibiotikum dazugeben zur Behandlung einer bakteriellen Superinfektion? Das ist auch ein interessanter Aspekt und ein Unterschied zwischen Covid und Influenza. Eben bei Influenza weiß man, dass es häufig zu bakteriellen Superinfektionen kommt, vor allem mit Staphylococcus aureus. Interessanterweise scheint es bei Covid-19 nicht der Fall zu sein. Man schätzt so von den Angaben in der Literatur, dass maximal 10% der Patienten mit Covid-19 eine bakterielle Superinfektion haben. Natürlich muss man aufpassen, Patienten auf einer Intensivstation haben dann häufiger bakteriellen Pneumonien, weil sie zum Beispiel eine Ventilator assoziierte Pneumonie haben. Aber die Patienten, die mit Covid-19 kommen, auf der Station zum Beispiel hospitalisiert sind, haben wirklich selten eine bakterielle Superinfektion. Das haben wir auch in unserer Erfahrung so gesehen. Und ich denke, für diese Frage ist das Procalcitonin ein sehr hilfreicher Marker, das wir auch einsetzen. Covid-Patienten haben selten erhöhte Procalcitonin-Werte, sehr selten. Die sich verschlechtern, dort steigt das Procalcitonin, aber meistens immer noch unter 0,5. Und die eine bakterielle Superinfektion haben, ja, dann haben sie typischerweise die erhöhte Procalcitonin-Werte. Also ich denke, das Procalcitonin, das verwenden wir und ich denke, das ist ein guter Marker, um zu entscheiden, wann soll man Antibiotika geben oder nicht. Und auch die Engländer in den NICE Guidelines haben das gerade vor ein paar Tagen revidiert und sie sagen, man soll zurückhaltender mit dem empirischen Antibiotika-Einsatz sein, eben weil ungefähr nur 10% der Patienten eine bakterielle Superinfektion haben. Danke. Wie lange hält eine Hyposmian, ein wirklich spezifisches Symptom von Covid-19, wie wir gelernt haben? Hast du dazu erste Einblicke? Ja, genau. Es gibt ja immer mehr so Serien über diese Hyposmie. Ich habe diese große französische Serie gezeigt. Dort steht immer, wie viele Patienten eine Hyposmie angegeben haben. Aber Follow-up-Studien kenne ich nicht. Es wird postuliert, dass dieses Zeichen relativ lang bestehen kann. Umgekehrt wissen wir, kennen wir das ja von anderen viralen Infektionen, wo wir wissen, dass es dann mit dem Abklingen der akuten Entzündungsphase dann langsam auch zurückgeht. Die Patienten, die wir gesehen haben mit Hypogeusie und oder Hyposmie, das hat sich dann gebessert, tatsächlich parallel zur Verbesserung des Allgemeinzustandes. Ja. Aber genaue Daten kenne ich nicht. Ja, da werden wir sicher noch viel dazu lernen. Wann kann ein Patient grundsätzlich nach Hause entlassen werden, wenn er einmal hospitalisiert wurde? Ja, ich denke, auch hier gibt es verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss. Das etwas Unangenehme bei diesem Covid ist eben, dass die Verschlechterung häufig so nach 7, 10 Tagen nach Beginn der Symptome kommt. Und wir sind immer ein bisschen unruhig, wenn diese 7 Tage gerade kommen. Aber grundsätzlich denke ich, wir entlassen die Patienten, wenn wir sehen, dass es ihnen einfach vom Allgemeinzustand besser geht, dass sie entfiebert sind, dass die Entzündungsparameter zurückkommen. Und das Wichtigste ist, dass natürlich kein Sauerstoffbedarf mehr besteht, dass die Sättigung normal ist. Und wir schauen, dass man mindestens 24 Stunden eben ohne Sauerstoff und mit normaler Sättigung, dass die Respiration gut funktioniert. Ja. Ganz herzlichen Dank, Stefano, für deine Ausführung. Merci, Romain.